So, servus Freunde und herzlich willkommen zu Mario Kart 7. Yeah, wir machen jetzt den Blooming Cup. 150 CCM. Los. Eigentlich wollte ich den Panzer Cup machen, aber machen wir es halt so, dass wir jetzt erstmal die ganzen normalen Strecken, die neu sind, machen, damit, weil die euch bestimmt mehr interessieren als die Retro-Strecken. Ja, und da machen wir die Panzer Cup und so weiter. Ja, Freunde, mich interessieren auch die neuen Strecken eigentlich erstmal viel mehr als die alten, neu aufgelegenen Strecken. Muss ich ehrlich zugeben. Deswegen mache ich auch den Blooming Cup. Yeah. Ey, das ist auch mit Abschnitten gemacht. Hier steht Abschnitt 1 von 3. Das heißt, es ist nicht von Mario Kart 8 neu, sondern das ist von Mario Kart 7 übernommen. Hier gibt es auch Abschnitte. Das ist aber geil. Also die Idee fand ich ja sowieso richtig geil, weil dann wird die Strecke nicht so schnell langweilig. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja richtig cool eigentlich. So schlecht ist das Spiel ja gar nicht. Ich weiß ja nicht, was die Leute ganz alles sagen hier. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es einfach nicht, was die ganzen Leute dagegen sagen. Gut, es gibt hier keine Bikes vielleicht, aber... So an sich sind die Ideen auch eigentlich ziemlich geil hier gemacht. Weil ich meine, das Fliegen gab es ja auch erst... Seit diesem Spiel. Den gab es ja auch hier. Wie soll ich sagen? Hier gab es nämlich auch. Was gab es hier? Dass man unter Wasser schwimmen konnte. Genau, das gab es ja auch. Es gab hier auch noch die Abschnittdinger hier. Wie ihr seht. So, genau. Ah, wir sind schon in Abschnitt 2. Von 3 und deine Oma. Scheiß Auto da, Alter. Das Auto da hat voll gestresst, ne? Und hier gab es sogar das neue Item 7. Wahrscheinlich alle geilen 7 Items. Genau, Bro. Oh, Bro. Verpiss dich, DK. Verpasst das, bitte. Ich möchte nicht Dritter werden, Alter. Dritter ist doch voll schlecht. Na, was soll's, ne? So. Genau diesen Cup habe ich. Also, diese Strecke habe ich, glaube ich, schon mal angefahren. Gehabt. Als ich mir das ausleihen wollte, habe ich gesagt, ja komm, ich schaue mir erstmal kurz das Spiel an, ne? Ja, ich wollte einfach mal so einen kleinen Eindruck bieten von diesem Spiel und ich bin Zweiter nur geworden. Okay. All klar. 8 Punkte. Das heißt, wir sind jetzt erstmal Zweiter. Ist aber auch völlig egal. Wir müssen eigentlich nur Erster werden. Und das möchte ich auch werden. So, Marius Piste. So, 3 Sterne bekommen wir auf jeden Fall nicht mehr. Haben wir ja sowieso nicht bekommen auf dem Pilzcover, also was soll's. So. Los. In der nächsten Strecke, ist das Mario Stadion oder sowas? Wie ist denn die Strecke überhaupt? Keine Ahnung, Freunde. Aber auf jeden Fall eine schöne Strecke. So. Verpisst euch, verpisst dich. So. Jetzt drifte ich erstmal die ganze Strecke lang. Richtig geil. So, ich weiß nicht, wie die Tricks hier gehen. Deswegen werde ich hier auch keine Tricks versuchen erst. Weil ich weiß auch gar keine Knopfbelegung. Ich weiß die Knopfbelegung einfach nicht. Und ja, was soll ich dazu sagen? Sag ich, ich weiß sie einfach nicht. So, genau diese Strecke habe ich auch, glaube ich, gefahren. Die ist schön. Die ganzen Strecken sind eigentlich ziemlich schön gemacht. Ich weiß nicht, was ich dagegen sagen soll. Ja, deine Oma, Alter. Was soll das Scheiß? Ja, genau. Hau die beiden weg, ey. Dass ich sie schön überholen kann. So, verpisst euch, man. So, geiles Item gleich. So, perfekt. Loki! Wieder das Spaß, der das gesagt hat, Alter. So, ist erstmal schön gedriftet. Hier, perfekt. Bam. Brother, das ist mal geil. So, Münzen nehmen. Wir haben jetzt 10 Münzen. Wir haben das Maximale an Münzen gesammelt. Ist es ja auch so gewesen, dass es pro Münze, dass man da schneller geworden ist? Das weiß ich jetzt auch nicht. So, Bro. Okay. Ich habe immer noch ein Schutz-Item. Das heißt, falls jemand eine rote Shell haben sollte, dann bin ich erstmal geschützt. Und ja, ich bleib erstmal erst so eine lange Zeit, Freunde. Ja, das ist richtig geil.
So, okay, ich habe mich jetzt erstmal richtig spaßig ausgetobt. Ja, Freunde, richtig blöd. Nein! Nein! Oh, ich krieg's doch hin, knapp noch so auf dem Pilz zu landen. Das ist schön. Sonst wäre ich richtig am Arsch. Da werde ich in den See gefallen. Ganz ehrlich, und der See ist bestimmt nicht sauber oder rein. Freunde. So, hat jemand einen blauen Panzer geworfen oder warum kam da so eine Meldung? Also so ein Störgeräusch da. Also dieses Warngut. Warngutschein, was für Warngutschein, also so ein Warnhinweis. Also dieser Sound da, dieser Warnsound. Ja gut, der ist auf jeden Fall noch nicht gekommen. Wäre vielleicht jetzt gleich gekommen oder so. Und nö, ich sehe immer noch keinen. Okay, ist mir auch egal. Perfekt so. Besser so. So, 18 Punkte, wir sind jetzt Erster. Gut. Das würdet ihr auch bestimmt gerne sehen, aber das kann ich leider nicht machen. Da wird der Screen oben sehr, sehr kleiner. So, Instrumentalpiste, genau. Die gab es auch geremaked in Mario Kart 8. Und die Strecke ist richtig cool. Die ist richtig cool, die mag ich richtig sehr. Also die kennen wir schon, Freunde. Die ist jetzt nicht blind, aber das ist auch klar, weil ich ja Mario Kart 8 gespielt habe. Ja. Es müsste eigentlich noch eine kommen, noch eine Strecke, die auch in Mario Kart 8 geremaked wurde. Nämlich diese Röhrending. Oder wie die hieß, keine Ahnung. Wie hießen die? Also grafisch ist es auf jeden Fall besser in Mario Kart 8, ist auch klar. Muss ich ehrlich zugeben. Aber was soll's, ne, Freunde? Nein! Nicht runterfliegen! Ja, wieso benutze ich auch den Pilz dort, Alter? Ich bin blöd. Freunde, die Strecke müsste ich doch am besten kennen. Ich wünschte, ich könnte hier einen Trick machen, aber... Ich kann keinen Trick und deine Oma. Was soll der Scheiß? So. Diese Dinge sind richtig schön. Ja, wenn die springen, könnte man eigentlich einen Trick machen, aber... Ich weiß ja nicht, wie der geht. So, Item habe ich hier nicht, ne? Nee. Nö, habe ich nicht. So, Bro, verpasst das. Alles klar. So, dann nehme ich erstmal das hier mit. Als ein Item hier, schön. Aus dem Sockengewiss. So, aus dem Sockengewiss? Was laber ich da? Ich habe jetzt mal einen blauen Panzer abgefeuert. Ja, der ist auf meine Pflanze geraten. Lappern. Also die Bienenkönigin, was ist denn los mit dir? Mach mir mal Honig. Sonst schmiere ich Honig in dein Gesicht, ne? Okay, nicht witzig. So. Erstmal viele Münzen sammeln. Habe ich überhaupt das Maximum? Ich habe nur eine Münze. Wie blöd. Naja. Obwohl, dann bin ich da nicht, dass ich so langsam bin eigentlich. Ich bin Fünfter, Alter. Kommt schon. Das ist halt euer Ernst jetzt, oder? Ja, bin die Königin und Yoshi streiten sich. Da freut sich der Dritte. Und das bin in diesem Fall ich. So, letzte Runde. Ich bin Zweiter. Das ist einigermaßen noch ertragbar. Und ich habe ich jetzt gar kein Item mitgenommen. Ehrlich? Ehrlich jetzt? Wir wollen mich doch verarschen. Komm, verpiss dich, Rosalina. Perfekt, wir haben sie überholt. Jetzt muss ich nur noch vom Ziel Erster werden. Und nein, nicht ein Blitz. Das ist nicht schön. Blitz ist niemals schön, merkt's euch. Blitz ist echt niemals schön. Aber gut, wir sind wieder groß geworden. Hält der Blitz hier einfach nicht so lang an, oder wie? Kommt mir so vor, ne? Der hält hier kaum. So, Freunde. Bam. Perfekt. Hüpfen diese Noten schneller gerade, oder warum? Was ist da los? Scheiße! Scheiße! Nein! Oh. Dieser Panzer wäre fast auf mich noch geflogen. Das wäre richtig scheiße gewesen noch. Richtig scheiße wäre das noch gewesen. So. Jetzt kommt die letzte Strecke vom Blumencup. Ich bin gespannt, Freunde. Welche Strecke das ist. Gebirgsfahrt. Scheint eine coole Strecke zu sein. Ganz ehrlich, die sieht cool aus eigentlich. Die Strecken in Mario Kart 7 sind doch gar nicht mal so schlecht. Finde ich jetzt. Ihr könnt eure Meinung ruhig in die Kommentare posten, wie ihr das findet und so weiter. Das würde mich mal voll interessieren. Ja, das würde mich echt voll interessieren. Ohne Scheiß jetzt.
Weil so schlecht finde ich das Spiel gar nicht. Ich weiß nicht, was die Leute die ganze Zeit haben mit dem Spiel. Die sagen immer, dass es sau schlecht ist oder so. Aber ich finde es irgendwie cool. Ja gut, ich finde auch irgendwie fast jedes Spiel cool. Das einigermaßen auch gut gemacht ist. Das ist ja gut gemacht, muss man einfach so sagen. Und die Ideen sind auch immer cool. Also ich sehe immer alles optimistisch, also ganz ehrlich. Ich sehe nur das Gute in dem Spiel. Ich sehe nie das Schlechte vom Spiel irgendwie. Wahrscheinlich gibt es hier sehr viele Haken, ne? Zum Beispiel, dass es hier keine Motorräder gibt. Und deswegen wird es halt gehatet oder so. Kann ich auch ruhig nachvollziehen, wenn ihr wegen den Bikes da hatet, aber schlecht ist das Spiel auf jeden Fall nicht. Man hat sich bestimmt hier Mühe gegeben, also ganz ehrlich. Und das kommt drauf an, oder? Und Mario Kart ist auf jeden Fall nicht schnell produziert. Das erfordert sehr, sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Mut eigentlich sogar. Weil die Ideen ja meistens reingepackt werden einfach. Und ja, die probieren es halt aus, ne? Das kann ja natürlich scheiße Idee sein. Und dann mag man das Spiel auch nicht. Aber sie lassen sich auf jeden Fall vieles einfallen. Und auch haben auch sehr viel Mut dafür. Das finde ich cool an Nintendo. Dass sie auch was Neues ausprobieren meistens. Zum Beispiel das mit NSMB 2. Das war ja auch neu eigentlich. Und ich weiß auch nicht, wieso die Leute, die das haten. Es mag zwar sein, dass es viel zu einfach ist oder so. Wegen den ganzen One-Ups. Aber seit wann war NSMB schwer überhaupt? 1000% ist schwierig. Und wieso kann ich nicht durch diesen, diesen Mario Kart Ding da, wie nennt man das, Mario Kart Fahrer da durchfliegen? Das ging in Mario Kart 8 nämlich auch, weil das hält niemanden auf eigentlich. Das ist nur ein Plakat, mehr oder weniger. Ne? Würde ich sagen, das hält doch keinen auf. Ganz ehrlich nicht. Was? Wer hat eine Feuerblume? Wer hat eine Feuerblume hinter mir? Verpiss dich. Verpiss dich bitte. Hat er die noch? Scheiße! Ja, wo ist der Typ? Verpiss dich bitte. Genau, ja. Jetzt bin ich erster, Freunde. Ich sehe einigermaßen noch etwas. Aber gerade noch so. So, die Felsen fliegen hier runter. Ich bin erstmal gespannt. Perfekt. Wir kriegen das hin, glaube ich. Ja, perfekt, wir haben es hingekriegt. No problemo! First one! Wieder mal. It's lucky to bitch. Oh yeah. I am King Easy. Was laber ich da, ey? Ja, komm. Wir haben es geschafft. Ergebnisse ansehen, Freunde. Ach ja. Ja, wo bin ich denn? Ah, ich fliege ja über die, weil ich ja über die stehe. Weil ich Erster bin. Ihr Lappen. Ja, da freut sich der Yoshi, ne? Dass er Dritter geworden ist. Ne? Spassi. So. Also was soll ich sagen dazu? Das Blumenkampf war auch eigentlich ziemlich nice. Unsere Metallpiste ist sowieso ziemlich gut gewesen. Und die anderen Strecken waren ja auch nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht besonders gut. Also ich würde sagen, das ist ein Mittelmaßspiel, also ganz in Ordnung zu spielen. Ja. Nicht schlecht, auch nicht übertrieben gut. Aber cool auf jeden Fall. Muss man einfach mal gespielt haben. So, Grand Prix. Weiter geht's im nächsten Part mit dem Stern Cup. Und ja, Freunde. Bis zum nächsten Part. Haut rein. Ciao.